Wirklich, ich bin gerade kurz davor zu sagen, ey, Jungs, ich bin für 4 Tage weg, Digga. Ich habe keinen Bock mehr, 4 Tage keine Videos. Und dann irgendwann, wenn sich die Lage verbessert hat, komme ich wieder. Bruder, ich kann nicht, Bruder, ich schwöre, ich kann nicht umgehen. Ich kann mich nicht angucken. Ich gehe morgens ins Bad. Wisst ihr, wie ich meine Zähne putze? Wenn das der Spiegel ist, ich putze so. Dann gehe ich zu meinem Setup, mach die Kamera an, Bruder. Ich sehe aus, als wäre ich 12. Egal. Ja, Bruder. Herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten und wir gehen rein. Ja, Psychose, die habe ich auch jedes Mal. Verstehe ich nicht. Es ist kein Volleyball, es ist kein Handball. Es ist Catchball. Catchball ist a woman's sport, really close to what? To Volleyball? Bruder, das ist die größte Verarsche, Junge, wirklich. Genau das erinnert mich damals an meine Sportstunde. Ich war damals wirklich sportlich. Kompletter Vollversager, Digga. Ich konnte gar nichts, Junge. Meine Ausdauer war wirklich, Digga, wie Fisch. Wirklich jedes Mal diese 30-Minuten-Lauf, Junge. Ich war der Letzte. Und Real Talk, es ist vielleicht peinlich, aber 30-Minuten-Lauf Ausdauer. Ihr könnt das Zeug knicken, Bruder. Ihr könnt es komplett vergessen, aber wirklich dann Volleyball. Volleyball. Und wir hatten damals ein Jahr lang einen Lehrer, Bruder. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der war ein bisschen horny oder so. Oh, ja. Yeah. Wirklich Real Talk Volleyball. Und Volleyball, was muss man da machen, Junge? Ein bisschen so und ein bisschen so, Bruder. Volleyball ist easy, ja. Und ich spiele wirklich Volleyball, als wäre das mein Leben, Junge. Tag der Noten, ich spiele, ich mach bam, ich mach bam, ich mach... Und im Gegenteam war Mädchen. Und Mädchen, wirklich, ey, nichts gegen Mädchen. Ja, ich verstehe und so weiter und so fort. Bruder, die hat gar nichts gemacht. Die hat wirklich 1:1 so hier gespielt. Und dann am Ende liest er so die Noten vor. Ich krieg so 3- und die kriegt 1-2. 1-2, warum, Digga? Nicht, weil sie so macht, sondern weil sie fette Titten hat. Die hatte mies dicke Titten. Genau deswegen kriegen die 1-. Und ich verstehe ja Sportunterricht. Bruder, Sportunterricht war eh damals komplett... Also, ja, Bruder, ich war halt Versager. Was soll ich machen? Ich war derjenige. Wirklich, ich war derjenige. Kennt ihr diejenigen, die immer zuletzt gewählt wurden? Es geht. Ja, Bruder, und heute... Ja. Das ist Faden. Das Einzige, was Gold ist, ist das Kleine, was das Arschlöchelchen. POV Dragon hat meine Cartier-Bestellung gefunden. Wer ist Dragon? Das ist Dragon? Ich schätze, wie teuer das Armband war. Warte mal. Okay, ich verstehe, es geht um dieses Armband hier. Was schätzt du, wie teuer war dieses Armband? Oder 10er oder sowas? Real Talk, oder ich würde maximal 10 Euro für ein Stück Faden ausgeben. Trinity Armband, 750er, weiß, rosé und gelbgold, an einer Kordel geliefert. Was für Kordel, Bruder, das ist Faden. 800 Euro. Weiß ich nicht, Digga. Für was zahle ich 800 Euro, Bruder, für Faden? Ihr wollt mich doch verarschen, Digga. Also ich verstehe ja diese Cartier-Armbänder, ne, die kosten wirklich, also die sind brutal. Ein so ein Armband kostet 7000 Euro, aber für das... Für das 800 Euro? Gut investiert. Jawohl, ja! Finanziell schwach gestellte Personen fragen, finanziell gut gestellte Personen antworten. Ja, die mit ihrem Faden kann auch gleich antworten. Ich schätze, wie teuer das Armband war. Lohnt sich investieren wirklich so viel oder eher weniger? Also weißt du, was sich wirklich lohnt? Sich einen Faden für 800 Euro zu kaufen. Bro, ich komme da drauf nicht klar. Faden, Digga! Die bringen irgendwann nichts raus, Bruder. Die bringen so Luft raus, so Luft in so einem Gefäß oder sowas. 1000 Euro. Ich schwör, Bruder, Faden. Alle sagen immer, mach dein Business und zieh durch. Aber wie lernt man, wie das funktioniert? Guck mal, ich bin jetzt nicht komplett so finanziell gut aufgestellt wie die meisten YouTuber da draußen, die so 70.000 Euro in einem Monat verdienen oder 30 oder keine Ahnung. Aber eine Sache, die ich dir sagen kann. Guck mal, es gibt so viele Businessmöglichkeiten, die du heutzutage anwenden kannst oder die du machen kannst. Und du musst einfach irgendetwas finden, womit du dich irgendwie assoziieren kannst, womit du irgendwie etwas findest, wo du Spaß dabei haben könntest. Und das ziehst du einfach durch. Das machst du, du fliegst 50 Mal auf die Fresse, du stehst 50 Mal wieder auf und du machst es 50 Mal besser als davor und dann irgendwann funktioniert's. Vertrau mir einfach. Und die ganzen Leute labern immer was von, ja, Motivation, Disziplin. Du brauchst Motivation und Disziplin, aber wenn ich dir eine Sache sagen kann, ist, wenn du Spaß an dieser Sache hast, wie zum Beispiel das, was ich hier mache, yeah. Dann kommt die Motivation ganz von alleine und dann kannst du auch irgendwann Faden für 800 Euro kaufen.
Digga, dieser Faden, der hat mich geschockt, ich schwör. Warum kann ich bei Fußball.de nicht eigene Bilder hochladen? Ich werd immer gefickt und auseinandergenommen bei sowas. Als das Bild geschossen wurde, mein Trainer hat mich zum Lachen gebracht. Und anstatt zweites Bild zu machen, er nimmt das, Digga. Ich will das nicht zeigen, Digga. Oder guck mal. Oh, Mashallah, Digga. Ich sehe genauso aus, Bruder. Ich sehe einfach genauso aus. Ayo, ey, zum Glück muss ich nicht irgendwie so. Ich hab morgen einen Termin zu Reisepass machen. Ich muss noch Bilder machen. Digga, wenn ich dann irgendwo hinreise, Junge, die fragen mich, wo meine Eltern sind. Ich hab dann wegen dem Bild den Verein gewechselt und der zweite Verein macht sowas mit mir. Sieht doch voll gut aus. Und stellt euch vor, ich schreibe mit irgendeiner Chaya oder so, die sucht meinen Namen bei Fußball.de und sieht das, Digga, das ist vorbei, ich kann's vergessen. Und was müssen sich die Gegner denken, wenn die Aufstellung von meiner Mannschaft gucken und die sehen diese Semme, ja? Du wirst dich dann genauso fühlen, wie ich mich damals im Sportunterricht gefühlt habe. Du wirst erst gar nicht aufgestellt. Du bist Ersatzbank. Und auch ihr, bitte sucht nicht nach meinem Namen bei Fußball.de. Wenn ich auch nur einen Hobbylosen erwische, wie er das screenshottet und als Profilbild nimmt, ich werde euch blockieren, ich finde heraus, wo ihr wohnt und ich werde euch nachts anfassen. Nachts anfassen? Digga, der Arme, wirklich der Arme, der wurde in seinen Kommentaren auseinandergenommen. Ist mir auch passiert. Ist meinem Enkel auch passiert. Oder er hat den einfach älter gemacht. Ist mir in Frankreich auch passiert. Ist meinem Bruder auch passiert. Ah, guck mal da, Digga. Digga, die haben den ja komplett auseinandergenommen. Er ist Großvater, er ist Mädchen, er ist Franzose. Bin ich mal gespannt, wie du die alle nachts aufsuchst und die anfassen wirst. Wisst ihr, auf TikTok ist es heutzutage wichtig, dass man seine Videos so gestaltet, dass der Zuschauer direkt bei der ersten Sekunde dranbleibt, ja? Das heißt, du musst die Hook des Videos so spannend und so aufregend wie möglich gestalten. Und da gibt es viele verschiedene Methoden. Entweder man sagt etwas, man stellt eine Frage, ja, oder... Ich bin in Paris aufgewacht und... Oder ich schau nicht, ich schwöre, ich schau nicht. Letzte Woche dachte ich mir, ich habe keine Lust mehr, in Deutschland zu chillen. Mir ist irgendwie die Decke auf den Kopf gefallen, also habe ich mir gedacht, lass einfach nach Paris. Real Talk, ich feiere das so hart. Ich feiere das wirklich so hart, weil man in der Lage ist, sowas zu machen. Ja, ich will auch einfach nach Paris. Ich will auch einfach nach, keine Ahnung, Bulgarien oder so. Aber was mache ich? Ja, ich muss den Dioni besuchen und so. Muss so Bericht schreiben, Digga. 50 Seiten, Junge. 50 Seiten. Reiner Text. Und wisst ihr, was die Argumentation ist? Ja, das ist für euch, dass ihr euch reflektieren könnt und dass ihr das Ganze nochmal aufarbeiten könnt. 50 Seiten! Ja, nee, Bruder, ich reflektiere, Bruder. Ich sitze da, reflektiere, während ich 50 Seiten schreibe. Auf den Flügen esse ich immer nur das Dessert. Und ich weiß nicht, warum. In der Lounge haben wir uns dann noch mehr zu essen geholt. Ich hatte da Käsespätzle, das war auch richtig lecker. Guck mal, versteh mich nicht falsch, wirklich. Dieses Video ist genauso langweilig wie meine Videos. Die fliegt nach Paris, isst irgendwas im Flugzeug. Aber warum sind die Leute dran geblieben? Warum sind die Leute dran geblieben? Wegen... Ich bin in Paris aufgewacht und das auch... Ihr könnt mir nichts erzählen! Ihr könnt mir alle nichts erzählen! Warum hat das Video 23.000 Likes? Ja, bestimmt wegen dem Flugzeug und wegen dem Flugzeugessen. Ihr seid solche Schlawiner, Digga. Ihr seid solche Schlawiner. Wirklich, Alter. Meine nächsten Videos starte ich auch so. Yo, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Paris, Urlaub. Kommt mit! Oh, Mann, Digga. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Like das Video, kommentiert das Video. Heute mal einen ruhigen Abend. Vamos a la playa, de Mickey Maya.